much love. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu meinem Minecraft-Suro-Tod. Und ja, irgendwie ist es voll traurig, jetzt gerade dieses Video zu machen. Falls jetzt die ganzen Zander- und Kev-Fanboys hier schon Freudesprünge machen, wartet einfach ab bis zum Ende des Videos, da kommt noch ein kurzes Statement aus meiner Sicht, weil es da so viele Missverständnisse gab und die wollte ich nochmal richtig stellen. So, also bevor ihr beleidigt, bitte ich euch, das Video bis zum Ende zu schauen. So, darum soll es jetzt aber gar nicht am Anfang des Videos gehen, sondern um meinen Minecraft-Tod. Ich habe bei Jessie gesehen, dass sie das alles so ein bisschen erklärt hat, was jetzt Sache war, weil es immer so ein richtiges Durcheinander im Stream ist, deswegen dachte ich so, ja okay, ich fand die Idee ganz cool, mache ich das jetzt auch. Also, let's go. Alles klar. Und zwar, Leute, fing das Ganze damit an, dass unser Plan war, okay, wir haben keinen Heal. Wir brauchen unbedingt Heal. Wir werden jetzt erstmal Äpfel farmen und dann Gold. Heißt, wir haben uns direkt rausgebaut und wollten dann auch schon mit dem Boot auf die andere Seite von der Insel gehen, damit man nicht weiß, wo wir sind, weil man wusste ja, wo wir uns ausgelockt haben und dann safety first woanders hin. Dann kam es aber leider zu Internetproblemen, was in unserem Fall alles Nox abbekommen hat, weil es wurden viele Leute einfach vom Server gekickt und hatten halt Probleme, wieder drauf zu kommen. Nox hatte sich dann schon darauf eingestellt, okay, heute wird er nicht spielen können, was ziemlich schade war. Deswegen sind wir dann alleine auf Tour gegangen. Oh Gott, Leute! Wie es aussieht. Alle, die Telekom haben, die, als ob die Telekom so Probleme hat. Mal gucken, ob ich gleich nur lebe, ey. Was? Oh mein Gott. Wie viele Offline sind? Lol. Und so sind in der Mitte Schreibkomme. Ja, Basti ist auch. Und Brian, auch und Brian. Oh, jetzt ja, bin ich ausgetimed auf einmal. In dem echt? Moment. Echt? Wow. Aber ich bin nicht bei euch. Oh, ich auch. Leck Game. Hä? Ich glaube, ich bin auch ausgetimed. Und dann kam auf einmal ein Hilferuf von Brians Team. Denn vor ihnen standen Vini, Basti und die ganze Truppe halt. Und die waren, glaube ich, zu viert oder zu fünft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele die waren. Auf jeden Fall waren die auf jeden Fall in der Unterzahl. Und um die ganzen Leute einzuschüchtern, sollten wir halt auch dahin kommen. Heißt, unser Plan wurde wieder verschoben. Und wir mussten denen erstmal helfen. Das ist Nonsens. Wir müssen in die Mitte. Ja, ich wollte gerade sagen. Also Mitte. Okay. Ich hab was? Fast gar keinen Leben. Chris geht nicht ran, schade. Ich find's so lustig, wie Stegi einfach so rumlaufen kann. Ich bin Stegi jetzt zu uns, das wäre so lustig. Jetzt stehen wir hier die ganze Folge. Das war's wieder mit dem Produkt. Stegi ist heillos, da gibt's niemanden irgendwie. Lass uns gehen. Was jetzt haben wir denn? Habt ihr was vor, oder? Na, wir wollten ja eigentlich uns runterbauen, also... Erstmal wollen wir Äpfel. Oh, diese neuen Äpfel eigentlich, ne? Ich halt jemand diesen neuen und überlege uns anzugreifen. Ja, irgendwie habe ich sowieso die ganze Zeit richtig viel Pech gehabt und keinen Apfel gefunden. Aber irgendwann habe ich dann nach 1000 Jahren auch meinen Apfel gefunden. Und wir wollten uns dann weiter auf den Weg machen, um Gold zu farmen. Weil das brauchen wir echt sehr, sehr dringend. Weil wir mussten einfach vorbereitet sein, falls es zu einem Kampf kommen sollte. Ja, was einige eventuell nicht wissen, an dem Tag war das Wasser Gift. Das heißt, wir konnten nicht mit dem Boot weiterschwimmen, deswegen sind wir zu Fuß weitergegangen und waren dann irgendwie am Sandstrand. Dann kam Unge auf die glorreiche Idee, Paluches ins Meer zu packen. Heißt, Dombra hat sich dann rübergebaut. Irgendwie kam es zu einem Bug und er wäre fast gestorben. Ich dachte schon so, ja, okay, das war's wieder komplett. Er wird auf jeden Fall sterben. Ja, das wäre echt geil. Und? Hä? Was? Was war das? Was? Was? Aber ich bin vergiftet. Hä? Oh mein Gott. Was war das denn? Alter, du würdest einfach hoch oder was? Hä? Was? Hä? Was? Ist da nichts drin? What? Das war, glaube ich, eine Miete. Irgendwann kam es auch noch so dazu, dass Nox doch spielen konnte und er sollte halt die ganze Zeit zu uns kommen. Und Jessie war halt schon ein bisschen mad, weil wir eigentlich farmen wollten und die ganze Zeit kam wieder irgendwas dazwischen und da wollte sie endlich mal unter die Erde, damit wir endlich mal Heal haben, was ich auch verstehen konnte, weil die ganze Zeit kam wieder irgendwas dazwischen, weshalb wir nicht weitermachen konnten. Auf einmal schreit Jessie, dass Veni und die da sind. Wir wurden auch schon die ganze Zeit im Chat gewarnt, ja Leute, hier, Veni läuft um die Insel und sucht nach Spielern. Ja, leider wurde Jessie dann getötet und wir haben sie nicht irgendwie Stich gelassen wirst. Wir hatten ein Codewort, wollten dann halt alle wieder zum Spawn gehen und uns da treffen. Dann haben sich unsere Wege getrennt und sie war irgendwie auf einmal komplett woanders als da, wo wir waren. Nein. Nee, da kommen welche. Weg. Oh nein. Oh oh. Schreibt A und geht in die Mitte. Oh, das Minimi-Checker. Ja, ich sterbe. Scheiße. Ich bin bei dem Sumpf. Kommt ihr zum Sumpf kommen? Ich ins Wasser tippen. Ja, wir keine sind Ahnung, auch warum. Beim Sumpf. Okay, das ist dann echt ein Bug gewesen. Ja, ich bin tot. Aber ich was werde ist... so sterben. Hä, wo? Ja, die sind direkt nein. hinter mir. Ich bin tot. Oh oh. Ich geh ins Wasser. Ich bring mich um. Hä? Nein. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Die sind hinter mir. Ja, hä? Tot. Nein. Hä, wie viele Herzen hast du? Ja, ich bin tot. Ach, nein. Oh. Da waren wir fast am Spawn und auf einmal stand Veni vor uns und hat Phil einfach One-Shot mit einem Bogen getötet. Ich hatte einfach so Schiss. Veni, weg hier! Oh nein. Uns, Leute, wir hätten uns Instagram sollen. Warum ein Hit! Ja, moin, das war's dazu.
Oh nein. Dann kam es zu einem kompletten Durcheinander. Auf einmal war ich mit Brian im Channel und ich musste den dauernd versuchen zu erklären, wo ich bin, und Veni war hinter mir und ich hatte Angst zu sterben. Und ja, ich hatte halt absolut keine Chance, weil ich ja schon eingeschüchtert war von seinem Bogen, als ich gesehen habe, wie Phil da auf einmal so gestorben ist. Und hab dann versucht wegzurennen und irgendwie wieder zum Spawn zu kommen, was mir aber nicht gelungen ist. Und ich bin leider gestorben. Toll, aber sind wir voll in die Arme gelaufen. Wer lebt noch von euch? Ich, Hilfe, bitte, Vinny ist hinter mir her. Komm, geht er. Jetzt kann ich mich erst recht nicht mit denen da. Sollen wir hoch zu denen? Mit Leute. Oh shit. Ja. Pfeile, Hilfe, ich bin bei dem Fluss, Wie viele sind hinter euch? Veni ist, glaube ich, nur hinter mir. Ich will mich nicht umdrehen. F5? Habt ihr euch zum Spawn? Ihr müsst zum Spawn kommen. Wenn ihr A schreibt, müsst ihr zum Spawn kommen. Wir kommen zum Spawn. Ja, wir wollten da gerade hin. Seid ihr Gas, da? Jungs. Seid ihr da oben? Oh Gott. Seid ihr bei einem Wasserfall? Oh, pass auf. Leute? Hab's down. Ja, wir laufen zum Spawn gerade. Komm einfach zum Spawn. Ich lauf nur kurz hin. Veni ist direkt hinter mir. Mini-Checker ist da! Lauf zum Spawn, lauf. Ich kann nicht, da kommt Mini weg. Wir wollten nur kurz die Gastrenne holen. Seid ihr alle am Spawn? Hä? Ich bin gerade am irgendwie vorbeigelaufen. Ich glaube, das war Mini. Lauf einfach am Spawn, bitte. Komm doch einfach zum Spawn. Ja, Veni ist direkt hinter mir. Ja, zum Spawn. Wir sind gleich am Spawn. Komm zum Spawn. Wir sind am Spawn. Oh mein Gott. Ja, das war's mit mir. Nein, komm zum Spawn. Lauf durch. Komm. Oh mein Gott. Bist du am Spawn? Ja, ich bin tot. Nein. Scheiße. Wo warst du? Ich war beim Fluss da. Da muss man so viel hochlaufen. Da ist so ein Wasserfall runter. Dann lass auf den Dombra kommen. Ich komm zu euch. Ach, Mann. Leute, seid ihr am Spawn? Soll ich kommen? Ja. Okay. Ich bin hier selber total. Ich hätte einfach eine Millisekunde länger gebraucht. Ich wäre wenigstens schon mal hinter diesem kleinen Turm gewesen. Dann wäre ich schon mal oben auf diesem scheiß Hügel gewesen, weil das war einfach so mein Tod. Weil im Wald konnte ich noch relativ gut flüchten. Obwohl wenig Speed hatte, dann ist das, glaube ich, ein bisschen nervig, weil mit den ganzen Unebenheiten und mit den Bäumen und was weiß ich was. Also ich hätte es eventuell noch irgendwie schaffen können, aber leider war es dann nicht der Fall. Und ich bin leider gestorben. Jetzt im Nachhinein denkt man sich auch so, ja, hätte ich mal das und das gemacht. Aber dafür war es jetzt eh zu spät, also habe ich mich damit abgefunden, dass ich jetzt leider tot bin. Aber ich muss auch sagen, ich bin ziemlich froh, dass Veni mich getötet hat, weil mein Ziel war es nicht durch irgendwie Lava zu sterben, durch meine eigene Dummheit, durch irgendein Teammitglied aus Xanders Team, weil ja, das wäre einfach genau das gewesen, was sie gewollt hätten. Das wollte ich einfach nicht. Deswegen dachte ich so, okay, wenn ich getötet werden möchte, dann gegen jemanden, wo man eigentlich theoretisch eh keine Chance hätte, wo man wenigstens mehr oder weniger ehrenvoll stirbt. Und ja, ich mag Veni, deswegen bin ich froh, dass er mich dann im Endeffekt gekillt hat. Ich weiß auch nicht, ob Minimi da mit dem Bogen auf mich geschossen hat oder ob es im Endeffekt da und das Skelett war. Das war natürlich auch wieder in dem Projekt, immer wenn irgendwo ein Skelett war, alle standen direkt daneben. Ich stand so 20 Blöcke gefühlt entfernt und trotzdem habe ich den Pfeil abbekommen. Also es war immer richtig komisch. Trotz dessen bin ich aber ziemlich froh, dass ich in dem Projekt dabei sein durfte. Also Simon, falls du das aus irgendeinem Grund sehen solltest, dann danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich mega gefreut und ich hoffe, dass ich in der zweiten Staffel auch wieder dabei sein darf. So Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Part, und zwar zu meinem kleinen Statement zum Tod von Xander. Also, erstmal kann ich schon mal erklären, das war kein gezieltes Töten, das war kein 31er-Move, das war alles einfach nur ein Zufall. Denn Xander wollte sich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mit zwei Leuten aus Firegoons Team treffen. Vom Land oder vom Wasser? Okay, also. Wir kommen vom Sumpf aus, aber die haben noch ein internes Problem zu klären. Ja. Und dort werden wir dann enchanten können. Und wir waren halt zufällig am selben Ort. Und keine Ahnung, wir waren halt zufällig auch zwei Leute. Und man muss sowieso sagen, dass man im Stream sowieso immer etwas angespannt ist. Und dann weiß man nie, was man machen sollte. Im Endeffekt dachte ich auch so, ja, okay, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Aber in dem Moment hatte ich einfach Bock, ihn zu killen. Yomaru und ich haben ja noch hin und her diskutiert, ja, killen wir ihn jetzt oder nicht? Dann kam ja von Yomaru irgendwie so eine doofe Aussage. Die werde ich einfach hier mal einblenden. Hier sollten wir weggehen. Spieler. Xander. Oh. Wollen wir ihn töten? Xander? Wollen wir Xander töten? Wie viele Herzen hast du? 2,5. Wenn du vorgehst? Ich weiß nicht. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Wollen wir machen? Komm, wir töten ihn, komm. Wir haben sonst gar keinen Kill im ganzen Projekt. Ja, keine Ahnung, die fand ich halt selbst auch nicht so. Deswegen habe ich die auch aus meinem Video geschnitten, weil ich dachte so, Junge, was soll man denken, wenn man das sieht, weil ich stand überhaupt nicht hinter der Aussage. Ich wollte nicht jemanden killen, damit man so sagen kann, oh mein Gott, wir haben wenigstens einen Kill in Suro gemacht, sondern einfach, weil ich Bock hatte, in dem Moment zu killen. Da für die Aussage wurde ich irgendwie komplett gemeint, weil alle meinten, ich hätte das gesagt, aber nein, Leute, das war nicht der Fall. Danke, Veni, übrigens, dass du mich auch gemeint hast, aber bei dir nehme ich das mit Humor. Einige haben es ja komplett ernst gemeint, aber egal. Und um nochmal auf Yomarus Aussage zurückzukommen, ihr müsst bedenken, das Ganze ist ein Livestream. Bei einer Aufnahme kann man dumme Aussagen eventuell noch rausschneiden,
wenn einem die doch nicht so gefallen. Man denkt sich so, okay, da könnten die was Falsches reininterpretieren. Bei einem Stream geht das leider nicht, weil es alles live ist. Und sowieso steht man ein bisschen unter Druck und dann kommen halt ein paar unüberlegte Aussagen. Das wollte ich nochmal so sagen. Dann kann ich aber auch verstehen, dass viele Leute dachten, dass das ein 31er-Move von mir und Yomaru gewesen wäre. Denn bei Zander und denen kam es so rüber, weil die dachten ja, dass wir die zwei waren, mit denen sie sich treffen wollten. Und das haben sie halt in ihrem Stream auch gesagt. Meinten so, ja, hä, die wollten sich doch mit uns verbünden. Was ist das für ein 31er-Move? Digga, ich werde angegriffen. Was, wirklich? Ja, kein Scheiß. Hier bei mir an Land. Ah, ich bin tot. Ich hab die ganze Zeit. Ja, ich hab die ganze Zeit geguckt und gespottet und dann kamen die aus dem Nichts, Digga. Das sind doch die zu uns kommen sollen. Ja, super geil, Digga. Richtig super. Richtig super Bündnis. Ich hab die ganze Zeit auf Leute gewartet, dass sie kommen und ich die spotten kann und die kommen einfach und klatschen mich weg, Digga. Richtig. Ja, Leute, dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal. Dann wisst ihr auf jeden Fall, das sind die, ja. Das war auf jeden Fall richtig ehrenvoller Move, Digga. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid, dass das richtige 31er sind, Digga. Leute, wir müssen jetzt an Land. Nee. Nein, Alter. Gerade eben das nicht. Digga, richtig ehrenloser Move, Digga. Heißt, dadurch könnte ich verstehen, dass man sich so denkt, Alter, was ist das für eine? Wie kacke ist das bitte? Zudem muss man aber auch sagen, dass man dem Projekt auch damit rechnen muss, dass es welche gibt, die das wirklich machen. Stegi war ja auch mit Spark verbündet als Beispiel jetzt und hat ihn dann auch gebacksteppt, aber egal. Trotzdem muss ich sagen, man hätte ja unsere Sicht sehen können und merkt dann ja, wir kommen nicht aus dem Team von Firegon. Die haben mich halt immer wieder als 31erin beschimpft. Ja, beschimpft in Anführungszeichen. Kev wollte mich dann ja unbedingt tot sehen, was auch zum Roleplay mit dazugehört. Einige Leute haben das aber auch wieder todesernst genommen. Ich habe immer mehr Hate bekommen. Immer mehr. Und dann, klar, ich habe gedacht, so, ja, durch Suro wird man Hate-Kommentare bekommen, aber dass das so ein Ausmaß nimmt, hätte ich echt nicht gedacht und das finde ich ein bisschen traurig. Kann euch ja mal zum Beispiel einen Kommentar vorlesen. Ach ja, und was ich noch sagen kann, Leute, ich war auf jeden Fall nicht mit Zander verbündet. Mein Kill war völlig legitim, so. Ob es jetzt nötig war oder nicht, das ist jetzt die andere Sache, aber mir geht es auf jeden Fall darum, dass es kein 31er-Move war, sondern dass das alles, ja, völlig legitim einfach war. Und dass ich somit keine 31erin bin, weil es alles einfach nur ein Missverständnis war und wir einfach zur falschen Zeit am selben Ort waren. Okay, Leute, ich habe den Kommentar gefunden. Was man sagen muss, ich denke mal, dass Zander und Kev auch eine eher jüngere Zielgruppe haben. Klar, ich will das nicht auf jeden beziehen. Es gab auch Ältere, die mich übelst beleidigt haben, aber ja, ich weiß nicht, da finde ich das nochmal umso trauriger, weil man da ja eigentlich noch reifer sein sollte. Aber ich weiß nicht, ich fand das einfach so krass. Ich hätte mit Hater-Kommentaren gerechnet, aber nicht, dass das so schlimm wird. Und das fand ich echt mega uncool, weil 95% meiner Kommentare bestanden nur aus sowas. Okay, ich lese das mal vor. Was bist du für eine dumme Bitch? Alter, ihr drei sollt alle sterben. Du, Max und der andere im Projekt. Erst ein Bündnis mit einem Team eingehen und dann einen von denen töten. Ehre genommen. Also, ich weiß jetzt nicht, wo aus Ehre genommen war, aber egal. So, wie gesagt, meine Kommentare bestanden nur noch aus solchen Nachrichten. 95% der Kommentare waren einfach nur so, was weiß ich was und sowas alles, was ich ein bisschen schade fand. Weil ihr müsst bedenken, es ist im Endeffekt ein Minecraft-Projekt. Man muss mit sowas rechnen, dass auf einmal aus dem Nichts jemand kommen kann und einen töten kann. Ich war immer ja selbst so verwirrt und dachte ja schon mittlerweile, weil mir das alle eingeredet haben, dass ich selbst mit Zander verbündet war, hatte schon mega ein schlechtes Gewissen. Übrigens habe ich auch noch mit Zander geschrieben, wo ich noch davon ausgegangen bin, dass ich mit ihm verbündet war, aber war ich ja im Endeffekt doch nicht, habe ich erfahren. Man muss sowieso bedenken, bei 100 Leuten kann man die Übersicht schnell verlieren. Und Zander hat da völlig cool drauf reagiert, aber absolut nicht sauer. Also er hat mir das nicht übel genommen oder sowas, was einige eventuell auch nicht irgendwie verstanden haben. Wie gesagt, es ist ein Minecraft-Projekt. Ja, was jeder im Endeffekt aus dem Projekt macht, ist jedem selbst überlassen. Einige wollen gerne kämpfen, einige wollen Roleplay. Ich war irgendwie so ein Zwiespalt, wollte halt so beides. Ja, hatte aber dementsprechend nicht die besten Sachen. Erstmal denke ich mir auch so, wie kommt ihr auf die Idee, solche Kommentare zu schreiben? Klar, ich kann es verstehen, wenn man ein bisschen mad ist, wenn der Lieblings-YouTuber stirbt, aber dann jemanden so absolut zu beleidigen oder generell auch zwischen den Fights mit Veni und Brian und dass da irgendwelche Teams runtergemacht werden und beleidigt werden. Leute, es ist ein Minecraft-Projekt. Es geht um den Spaß und wenn ihr einen da die ganze Zeit durchgehend beleidigt, dann, ich weiß nicht, dann zerstört ihr einem auch irgendwie ein bisschen das Projekt, weil es einem mega den Spaß nimmt. Ich hatte Sonntag auch keine Lust zu streamen,
weil ich wusste, mein Chat wird wieder noch aus irgendwelchen dummen Nachrichten bestehen, aus irgendwelchen Beleidigungen. Ich habe damit gerechnet, aber dass es so schlimm wird, wie gesagt, nicht. Ja, jetzt habe ich bestimmt wieder irgendwas vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe das Video jetzt auch spontan aufgenommen. Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen Teilnehmern viel Glück und den Zuschauern überlegt bitte vorher mal, was ihr wem unter die Kommentare schreibt, weil es echt verletzend sein kann. Und jeder anders damit umgeht. Und ich dachte auch, wenn irgendwelche Hate-Kommentare kommen, dann werde ich so drüber hinwegsehen. Aber ich kann auch sagen, dass ich Sonntag absolut keine Lust hatte, deswegen zu streamen. Weil das irgendwie doch irgendwie so zu weit ging, was einige da geschrieben haben. Das gerade war ja nur ein Beispielkommentar von dem. Aber da gab es auf jeden Fall auch um einige schlimmere Kommentare, auch wenn man es kaum glauben kann. Und sowieso, wenn man das immer so hört, denkt man sich so, ja, es sind ein paar Hate-Kommentare. Aber wenn man selbst in der Haut steckt, dann ist das schon ziemlich schade. Zum Beispiel auch bei Jessie, das war halt ihre Rolle, dass sie so die Friedlichere ist und versucht Frieden aufzubauen. Was ist, sie wird dafür absolut gehatet, das verstehe ich auch nicht. Eigentlich absolut, also sie hat auch viele dumme Kommentare bekommen, weil sie ja dauernd Frieden wollte, was ich auch nicht verstehe. Es war halt ihre Rolle und das muss man halt akzeptieren. So, das wollte ich auf jeden Fall zu euch sagen. Also überlegt vorher mal, was ihr schreibt, zu wem. Ist nicht nur auf mich bezogen, sondern wie gesagt auch auf Brian und Veni und die alle, weil die haben auch richtig viel Hate bekommen. Also Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Oh,